Das sieht gut aus, dass ich das dritte Granny-Video noch online kriege. Ich habe eben schon die Hälfte gedreht, aber dann ist es zu dunkel geworden und das finde ich dann blöd. Also dann mache ich morgen den Rest, aber ich glaube, ich kriege das dann noch online. Also für alle, die tatsächlich an dieser Häkeldecke dran sind, die können sich dann drauf freuen. Das geht dann auch noch, das packe ich dann vor die Wildnis, noch vor die Wildnisvideos. Dann haben wir hoffentlich auch kein Loch oder zumindest kein allzu großes. Ja, gerade noch so die Kurve gekriegt nach 2 Jahren. Uff, heißester Tag, man sieht es mir an. Es sind irgendwie, ich habe auch hier alle Rollos irgendwie runter. Naja, okay, nicht alle, wie man sieht, offensichtlich, aber ich meine, es ist so mit 30 Grad, Erstickungstod, keine Ahnung, aber ich habe gestern im Bett noch dieses ganze Stück da zusammengenäht gekriegt. Das war ja schon fast komplett, aber immerhin. Ich arbeite mich weiter vor, es fehlen noch 2,5 von den Dingern, dann ist es fertig und ich habe, deswegen vlogge ich auch gerade, ich habe auch eben, oh, Glänzschmiergulp, das Video zu Ende gedreht für die Anleitung für das dritte Granny. Es geht noch online, ich muss es nur noch zu Ende schneiden. Unter normalen Umständen hätte ich das so nie online gestellt. Es ist nicht richtig ausgeleuchtet, es ist nicht immer alles scharf. Jetzt im zweiten Teil von heute habe ich nackte Beine, die man da sieht, das ist total furchtbar. Aber ich dachte, es muss jetzt online gehen und das würde mir irgendwie, alle, die diese ersten Videos gekommen haben, würden mir das nie verzeihen, wenn ich das jetzt nicht online stelle. Und deswegen nehme ich jetzt in Kauf, dass meine übliche Qualität da eben nicht ist. Schiedtrupp, Hauptsache, wir kriegen das noch hin. So, Endspurt, heute ist Donnerstag und das heißt noch exakt 6 Tage bis zum Take-off in die Wildnis. Das wird, glaube ich, nichts werden. Puh, es ist Freitagabend, Hüsle, und es sieht ganz gut aus hier. Erstens häkle ich gerade das letzte Granny, dann ist nur noch Zusammennähen angesagt. Zweitens sind fast alle Kundenauftragssachen durch, nur noch eine leidlich offene Sache, die mir Sorgen macht, was mich auch ein bisschen ärgert, muss ich gestehen. Was auch nicht an mir liegt so unbedingt, aber gut, was soll's. Es gibt ja immer so kleine Krisenfälle. Dann ja, habe ich theoretisch jetzt, also ich bin so heiser, wie habe ich heute Heuschnupfen, ich kann nicht reden, nur noch die Wildnisvorbereitung vor der Brust. Und das lässt sich locker in 3, 4 Tagen, die ich noch habe, jetzt schaffen. Ich bin etwas optimistischer als gewöhnlich. Wir werden es sehen. Ich würde allerdings tatsächlich wirklich gerne diese Häkeldecke vorher noch zusammengenäht kriegen und das ist schon noch ein bisschen was zu tun. Keine Ahnung, wann ich das, aber. Gestern Nacht konnte ich noch das da fertigstellen. Die Reihe habe ich mir gerade schon da hingelegt. Die nähe ich jetzt zusammen und arbeite mich dann so nach dadurch. Immer 2 Reihen zusammen, die letzte dann einzeln und dann nähe ich die ganzen Zweierreihen zusammen und dann hier und da. Und dann haben wir es. Also ich will das in den nächsten 3 Tagen schaffen. Das muss irgendwie gehen. Auf einem Rückentiefpunkt angelangt, das ist seit ungefähr einer Woche. Das hatte ich letztes Jahr vor der Wildnis auch. Ist mein kleiner rechter Zeh taub und mein Bein kribbelt auch regelmäßig ganz doll. Aber dieses Mal sind es beide Beine. Ich muss nur 10 Minuten hier auf dem Sofa sitzen und alles kribbelt und es tut auch weh. Also ich kann auch, wenn ich laufe, mich total steif und ich weiß, das ist jetzt einfach genug am Rechner sitzen. Also weil ich mache jetzt seit wir im Homeoffice sind hier. Ich weiß nicht, 4 Monate oder was, war ich einmal die Woche kurz einkaufen für 1 Stunde draußen. Das ist ja nichts an Bewegung. Ich glaube ja 3-mal in der Wildnis und ich glaube noch einmal bei der Mama von meinem Freund. Da sind wir gut spazieren gegangen. Also praktisch gar nicht bewegt. Und alles, was ich tue, mache ich ja sitzend, arbeiten. Und das ja nun auch noch mehr als gewöhnlich. Also wenn man jetzt sagt, man arbeitet sonst 8 Stunden und macht dann abends irgendwas anderes. Aber es war jetzt tatsächlich so, dass das halt bis zu 13 Stunden täglich waren da an dem Rechner. Und wenn ich dann hier endlich mit meinem Feierabend mal komme, falls es dann soweit kommt, sitze ich ja auch nur auf dem Sofa. Und jetzt ist Schluss, also es tut auch richtig weh. Ich muss unbedingt jetzt hier, deswegen mache ich jetzt immer so in jeder Freien. Ich will ja immer diese Decke fertig kriegen.
Das kann ich nicht im Stehen, das geht einfach nicht. Jetzt mache ich immer in jeder Zusammennähpause so kleine Übungen auf dem Teppich, um irgendwie mein Muskelkorsett wieder zu mobilisieren. Noch 4 Tage, dann bewege ich mich auch. Aber jetzt muss ich nochmal durch. Ich hoffe, dass bis dahin nicht alles taub wird und ich dann gar nichts mehr kann. Oh Gott, hau. Angeblich soll es ja hier heute noch richtig stürmen, passiert aber nichts. Dafür soll der ganze Scheiß dann in die Wildnis ziehen und da richtig loslegen. Huch, ich habe so ein bisschen Angst um mein Gartenhaus. Ich habe alle Kunden fertig, ich habe die Häkeldecke fertig, ich bin bereit, ich packe und was passiert? Ein Blitz schlägt in die Eiche fällt auf das Haus und die Wildnis ist passé. Nein, wir sind positiv. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Uhr. Ich gebe nicht auf. Oh mein Gott, nur noch eine Naht. Und ich muss dem Drang widerstehen. Eigentlich wollte ich hier noch außen einmal herum, beziehungsweise nicht einmal, sondern mehrmals, so mit so einem kleinen Schlaufenmuster oder so. Weiß nicht. Vielleicht ist das das Wildnisprojekt. Muss ich aber erstmal checken, ob ich da noch genug Wolle habe. Egal, noch eine Naht. Jo, ich werde noch einen Rand drum machen. Dazu werde ich erstmal einmal komplett drumrum feste Maschen machen. Und dann das, was ich da in diesem netten Video gerade gelernt habe, so einen Bommelrand machen. Ich habe, glaube ich, noch 3 Knäule mindestens von dieser. Hoffentlich reicht das. Mal schauen. Los geht's mal wieder. Natsch. So, Käffchen. Oh, ich habe halt so Kopfschmerzen. Ich versuche schon jetzt, ich kann den Kopf gar nicht mehr rechts und links. Ich habe mir gerade eine Tiefkühl-Donauwelle aufgetaut. Ich kann nicht sprechen, Moment. Aufgetaut, wollte ich sagen. Hier ist meine Wolle. Da wird schon der Rand gemacht. Das macht schon einen riesen Unterschied. Also das werde ich auf jeden Fall jetzt nochmal investieren, die Zeit. Oh, heute echt schlimme Kopfschmerzen. Ich wollte, bevor ich hier durchstarte in die Wildnis, noch einmal das Thema Corona aufgreifen. Ich weiß, viele können es einfach nicht mehr hören, aber meine Meinung und meine Gefühle dazu gehören natürlich auch in den Vlog. Und das wollte ich hier noch einmal abhandeln sozusagen. In der Hoffnung, dass in der Wildnis das Thema kein Thema mehr sein wird. Es ist ja so, dass ich sowieso auch schon unter völlig normalen Umständen in der Wildnis ja absolut abgeschottet bin. Ihr wisst, in der Regel dort kaum Internet, ich krieg nichts mit, ich bin einfach in meinem Kokon und weit weg von anderen Menschen. Einsiedlermäßiger geht es ja kaum und deswegen hoffe ich natürlich für mich, dass das ganze Pandemie-Thema dort auch erstmal für mich keine große Rolle mehr spielt und das einfach ja eine Art Urlaub von der Pandemie wird. Etwas, was wir vermutlich alle dringend brauchen. Allerdings ist es so, und das wollte ich halt unbedingt nochmal hier festhalten, das Thema beschäftigt mich natürlich immer noch sehr und ich habe auch das Gefühl, mehr als manch andere. Wir hatten ja zu Anfang, also in den ersten Vlogs, die so ab Mitte März rum, Ende März online gegangen sind, viele Szenen in den Vlogs, wo ich Nachrichtensendungen geguckt habe, meine Gefühle ausgedrückt habe, erzählt habe, was ich so denke über das Thema. Und da haben mir auch einige geschrieben, dass sie das natürlich nervt, wenn ich da in dem Vlog Nachrichtensendungen gucke und solche Sachen. Hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ist mir persönlich egal, ob irgendwen das nervt, weil es ist ja hier mein Leben und so, ne? Also ich dokumentiere ja mein Leben und ich erstelle kein Fake-Leben her für einen Vlog oder so. Von daher musste das natürlich alles damit rein, ist ja auch richtig. Was ich allerdings tatsächlich getan habe, ist dann ab einem gewissen Zeitraum, wo wir, wie die Politiker so schön sagen, mit der Pandemie leben gelernt haben oder müssten, damit leben müssten, da habe ich aufgehört, das in den Vlogs noch groß mit reinzunehmen. Es hat sich nichts geändert.
Ich wollte nochmal anmerken, dass es nicht so ist, dass ich irgendwie die ersten 3 Wochen wie eine Irre mich da mit beschäftigt habe. Und danach war das Thema dann für mich irgendwie nicht mehr wichtig, das nicht. Ich habe es einfach nicht mehr mitgefilmt. Das liegt natürlich auch daran, weil es sich ja im Alltag etabliert hat. Also wir leben ja tatsächlich jetzt alle damit. Und was soll ich jeden Tag noch im Vlog erzählen? Übrigens, da ist eine Pandemie, weiß ja jeder. Aber ich wollte unbedingt nochmal deutlich machen, dass mich das sehr beschäftigt. Und teilweise eben auch, habe ich einfach das Gefühl, mehr als andere, gerade jetzt in den letzten 2 Monaten, entstand für mich schon sehr der Eindruck, dass viele Menschen sich das wegträumen irgendwie. Ja, sie wollen halt unbedingt, dass dieser Zustand endet und wünschen sich das so sehr, dass sie eben in so eine Art Offensive gehen und sagen, nein, alle, die denken, Corona ist ganz schlimm, sind Idioten und das ist alles gar nicht schlimm und verrückt, stellt euch nicht so an, scheiß auf Abstand, scheiß auf Maske. Wir machen alles wie immer und noch mehr, um nochmal deutlich zu zeigen, dass es unser Recht ist, keine Ahnung, mit 50 Leuten eng an eng in einem Raum zu stehen oder was auch immer. Also dieser Eindruck entstand für mich und das hat mir wahnsinnige Angst gemacht und mich auch schwer beschäftigt. Und ich habe ja nun das große Glück, dass ich mich hier weitestgehend abschotten kann. Was ich übrigens unter normalen Umständen jetzt gar nicht für nötig erachtet hätte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, da draußen ist eine Pandemie, ich muss mich jetzt hier einsperren und darf nie wieder rauskommen. Tatsächlich hatte ich dieses Bedürfnis, mich auch wirklich abzuschotten und auch die Freude darüber, dass ich es kann, erst, als die Leute angefangen haben, sich wie Idioten zu benehmen. Also die Pandemie selber hat mir weniger Angst gemacht, als die Menschen, die dann mitten in der Pandemie geleugnet haben und gesagt haben, das ist uns egal oder sowas wie, lass doch alle sterben, die sterben müssen, das ist dann eben so und Hauptsache wir können weiter in Urlaub fahren. Und das hat mir mehr Angst gemacht als der eigentliche Ausbruch der Pandemie. Also dieses Verhalten der Menschen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann niemanden, der mir da draußen über den Weg läuft, noch trauen. Ich hatte das Gefühl, dass jeder, der meinen Weg kreuzt, in seinem Privatleben gar keine Abstriche macht und sich an nichts hält und sagt, aus Protest möchte ich mich mit so vielen Menschen wie möglich treffen und am besten noch irgendwie dick umarmen und keine Ahnung. Nur um zu zeigen, dass ich das Recht dazu habe und um der Obrigkeit zu zeigen, dass sie mir keinen Maulkorb verpassen können. Und also ich habe in jedem, sehe ich eigentlich momentan so eine Art, weiß ich nicht, Terroristen. Das ist jetzt natürlich völlig überspitzt ausgedrückt, ne? Also versteht mich nicht falsch, ich will nicht unterstellen, dass kein Schwein sich mehr an irgendwas hält, das nicht. Aber das Gefühl entstand bei mir dann irgendwann ab einem gewissen Punkt. Und abgesehen davon, dass mir das tierisch Angst macht, hat mich das natürlich auch unfassbar wütend gemacht. Die Art, wie manche Menschen damit umgehen. Und das geht, ich rede da nicht nur von mir völlig fremden Personen. Ich rede auch von Menschen, die mir nahestehen. Ja, Menschen, um die ich mich sorge. Sagen wir Familie, ne, also Bekannte, wo ich denke, ich will nicht, dass mir was passiert. Ich will nicht, dass euch was passiert. Aber wenn man über das Thema gesprochen hat, gingen die Meinungen so auseinander, also dass ich wie der absolute Antichrist dastand, der irgendwie, also ich habe halt einfach die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, da ist eine Pandemie, man kann sich anstecken, man sollte aufpassen. Und mein Empfinden von aufpassen ist halt nach wie vor, soweit es einem in seinem persönlichen Umfeld und in seinem Leben möglich ist, natürlich sich auch einzuschränken bei gewissen Dingen. Also vielleicht doch zweimal zu überlegen, ob man jetzt unbedingt seinen Geburtstag feiern muss zum Beispiel. Oder, also mit vielen Leuten. Oder ob es jetzt wirklich, wirklich das Allerwichtigste ist, keine Ahnung, sich jeden zweiten Tag im Supermarkt rumzutreiben oder ob man das vielleicht auch mal so ein bisschen bündeln kann und dann vielleicht mal nur einmal die Woche oder zweimal die Woche einkaufen geht. Sowas, das meine ich. Ich finde, das ist nach wie vor eine kluge Strategie, um der Pandemie was entgegenzusetzen. Ja, mir fällt das natürlich leicht, ist ja klar, weil ich habe sowieso keine Zeit, mich mit irgendwen zu trennen. Deswegen sitze ich eh hier drin. Und ich bin auch vorher nur einmal die Woche einkaufen gegangen. Aber ich würde es halt auch jetzt sowieso tun. Also das ist einfach so. Das ist meine Art, damit umzugehen. Und da teilen sich halt einfach die Meinungen und es passiert dann in der Regel, dass ich unheimlich angegangen werde. Also dass es dann heißt,
mach doch, was du willst, ne? So du, wenn du Angst hast, bleib halt drin, aber verbiete uns das nicht. So dieses Argument, das ist nicht nur bei mir so, sondern also das hört man auch an anderen Stellen, sieht es in den Talkshows, sieht es auf Facebook und was weiß ich. Dieses Argument wird unheimlich oft verwendet. So alle, die Angst haben, sollen bitte drin bleiben oder was ich sich einschränken, aber nicht den anderen verbieten. So, und das ist so, also so falsch. Und fies. Also, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie wütend mich dieses Argument macht. Ja, ich kann es nicht, das wollte ich unbedingt nochmal hier auf die Festplatte bannen, um das Thema auch. Ne? Also, ich möchte nicht ständig jetzt über dieses Thema noch weiterreden für mich. Ich möchte es jetzt auch irgendwie streichen, erstmal aus meinem Vokabular, wenn nach Möglichkeit. Aber wie ungerecht. Und rücksichtslos, respektlos und dumm ist diese Aussage. Also zu sagen, ich scheiße darauf, dass sich andere einschränken, um dafür zu sorgen, dass diese Sache sich nicht weiter ausbreiten kann. Menschen, die dafür sorgen oder sich darum kümmern oder Angst haben, dass anderen Menschen was passiert, natürlich auch ihnen selbst, aber vor allem die anderen. Wir wissen ja, es gibt ja Risikogruppen und das ist so. Also wenn man zu sich selbst sagt, ich mache jetzt das und das und das erstmal nicht mehr, habe ich ein besseres Gefühl. Ne? Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass ich irgendwie anstecke oder dass auf einer Feier, die ich veranstalte, jemand zu Schaden kommt. Oder dass ich möchte, selbst wenn ich selbst niemandem damit schade, möchte ich mehr Menschen wie mich sehen, die darauf achten, um selbst ein gutes Gefühl dabei zu haben, wie es zum Beispiel meine Großmutter steht oder... Also wenn ich weiß, es gibt genügend Menschen, die sich ein paar Gedanken machen und auch entsprechend handeln, dann denke ich, sind wir alle etwas sicherer, weil sich das Ganze eben nicht so schnell verbreitet. Und dann zu sagen, ja, also zu sagen, okay, ihr ängstlichen Idioten, kümmert euch darum, wir anderen machen das jetzt nicht, wir wollen feiern, wir wollen in Urlaub fahren, wir wollen, keine Ahnung, was auch immer, alles wie immer machen, verbietet uns das bitte nicht, so das ist so respektlos, also es ist so gemein, also so als würden jetzt Menschen wie ich, die wirklich sich Sorgen um ihre Liebsten machen und auch um sich selbst natürlich, als würden sie das aus purer Freude machen, zu sagen, gut, ich schränke mein gesamtes Leben ein. So, mein Freund hatte ein soziales Leben, bevor er ins Homeoffice gegangen ist. Davon konnte er sich jetzt erstmal verabschieden. Er ist jetzt seit 3,5 Monaten hier und hat eben nur noch mich. So, ist ja auch nett, aber der macht das ja nicht aus purer Freude daran. Das hat ja auch einen Hintergedanken. Nämlich, wenn ich die Möglichkeit habe, nutze ich sie und ja, bringe mich und andere damit weniger in Gefahr. Und zu sagen, ja, kann er ja machen, aber also ich mach das nicht. So, ne? Der ist ja ein Idiot, ach, der glaubt an Corona, ach, das gibt's doch gar nicht. So, ne? Also das ist so gemein und ich finde es so fies. Und das beziehe ich auch auf die Risikogruppen, wie eben erwähnt. Wo es ja auch, was ich auch beobachte, dass viele, viele, viele ältere Menschen jetzt nicht in den Pflegeheimen oder so, sondern die noch im Leben stehen, die irgendwie einen eigenen Haushalt haben, dass die überhaupt nicht verstehen, wie viele Menschen, wie viel für sie aufgegeben haben jetzt. Also was heißt auch für sie? Also natürlich auch für alle anderen, die betroffen gewesen wären. Aber diese Existenzen, die da... Also wie viele Menschen in die absolute Katastrophe geschlittert sind durch irgendwelche halben Lockdowns und durch Regeln und Maßnahmen. Was die Gesellschaft getan hat, um so viele von uns zu schützen... Und ganz, ganz viele ältere Menschen, ich kriege das ja auch mit, also, ne, ich habe ja auch eine Familie und ich habe sie beobachtet, das ja auch und sehe es und ja, die machen einfach ihr Ding weiter. So, die treffen sich weiterhin zu 6, zu 7, zu 8, trinken Kaffee in geschlossenen Räumen, machen da irgendwie ihre Sachen, die sie vorher auch gemacht haben. Hätten die Theater noch aufgehabt, wären sie wahrscheinlich auch gleich direkt wieder ins Theater, eng an eng. Es ist so, weiß ich nicht. Es ist denn einfach... Teilweise völlig, also sie verstehen einfach gar nicht, dass das einfach furchtbar respektlos ist, den Menschen gegenüber, die wirklich viel getan haben, auf viel verzichtet haben und vielleicht auch viel verloren haben. Um jetzt hier zu einem Ende zu kommen. Das ist halt, also
inzwischen, mittlerweile muss ich sagen, also ich hatte ja viel darüber erzählt zu Beginn dieser ganzen Geschichte, wie sehr mir, wie gesagt, dieser Virus, diese Krankheit Angst macht. Aber inzwischen machen mir wirklich nur noch die Menschen Angst. Da gehören natürlich auch die Politiker zu, sowas, also jetzt nicht unbedingt zwingend bei uns, aber auch unter anderem. Aber wenn man halt nach Amerika und nach Brasilien guckt und wenn man halt sieht, was diese Situation aus Menschen macht und gut, manche waren auch vorher schon Idioten, aber also man sieht halt, wie sehr sich Dinge, die sowieso schon nicht so gut laufen, zuspitzen jetzt und ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gefühl dabei. Also jedes Mal, wenn ich ja, durchs Internet surfe, google oder mal eine Talkshow gucke oder irgendwo auf Instagram, was weiß ich, ein Tagesschaubild aufblitzen sehe, immer alles, was ich da sehe, sagt mir eigentlich nur, wie unfassbar scheiße wir Menschen sind. Also, ob das Trickbetrüger sind, die jetzt durch die Gegend ziehen und älteren Leuten irgendwelche Mundschutzsicherheitspakete verkaufen und sagen, ihr könnt euch das von der Krankenkasse zurückerstatten lassen. Ob das Präsidenten sind, die sagen, würden wir nicht testen, hätten wir auch keine Fälle, macht euch keinen Kopf. Tragt keinen Mundschutz, ich tue es auch nicht. Spritzt euch Desinfektionsmittel. All diese Leute, also diese furchtbaren Menschen, die so rücksichtslos sind. Ich glaube, ich hatte es auch letztens schon erwähnt, war die Mutter meines Freundes beim Friseur, der gesagt hat, wir müssen hier die Vorhänge zuziehen, weil ich nicht bereit bin, mit Mundschutz die Haare zu schneiden, weil ich halte den Mundschutz für einen von der Regierung gemachten Maulkorb für das Volk. Deswegen müssen wir die Vorhänge zuziehen, damit mich keiner erwischt und ich keine Strafe zahle. All diese Kleinigkeiten, die so jeden Tag, seitdem das alles begonnen hat, auf einen einprasseln, haben mich so runtergezogen. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen. Dazu kommen natürlich auch, wie gesagt, selbst hier in meiner eigenen Familie Unterhaltungen, die stattgefunden haben, die mich so traurig gemacht haben. Also wo ich wirklich A, furchtbar enttäuscht war, weil ich Menschen vollkommen anders eingeschätzt hatte. B, mich auch unglaublich ungerecht behandelt gefühlt habe und C, mir das auch einfach furchtbare Angst gemacht hat, also in Hinblick auf alles, was jetzt noch kommt. Man sieht sich ja auch, man, ne? Also in mehrfacher Hinsicht habe ich das total verunsichert und also alles zusammen, also alles, was man eben so hört, sieht, selbst wahrnimmt, erfährt, worüber man spricht, alles zusammen hat mich, ja, also ich muss sagen, es hat mich wirklich wirklich, wirklich fertig gemacht die letzten Wochen. Dieses Thema ist für mich lange nicht mehr deswegen ein rotes Tuch, wie bei vielen, vielen anderen, nämlich oh, Corona macht mir meinen Urlaub kaputt oder Corona, keine Ahnung, sorgt dafür, dass ich nicht mehr mit jedem um die Häuser ziehen kann oder was auch immer die Leute für Sorgen hatten, wie ihr Leben da ja so furchtbar, furchtbar durch diese, was waren das, 3 Wochen Geschäftsschließung oder was, eingeschränkt wurden. Das ist überhaupt, für mich bedeutet Corona inzwischen einfach nur noch emotionale Qual. Ich finde es so grauenvoll zu beobachten, wie ganz, ganz viele Menschen sich verhalten, was sie für Aussagen treffen, wie sie sich anderen gegenüber verhalten, wenn sie Steine auf Autos schmeißen, nur weil die aus einem Landkreis kommen, wo gerade Infektionen ausgebrochen sind, wo sie nichts für können. Menschen, die sich wie der letzte Abschaum verhalten, wie gesagt, betrügen, irgendwelche, oh, ich weiß es nicht, also es macht mich total wütend, traurig und fassungslos. Und das habe ich die letzten Wochen konsequent hier aus den Vlogs rausgehalten, weil ich dieses Thema, genau wie wir alle wahrscheinlich, einfach nicht mehr abkann. Aber ich wollte nochmal klarstellen, dass es bei mir nach wie vor immer noch an oberster Tagesordnung steht. Ich schaue immer noch ganz viele Nachrichtensendungen und ich schaue mir auch an, was die aktuellen Sachen meiner Region betreffend ja für mich bedeuten, denn wir dürfen nicht vergessen, einiges kann auch für meine weiteren Pläne natürlich hier Probleme verursachen, sei es jetzt die Wildnis, ne? Das, wenn da hier irgendwo, wir hatten jetzt gerade nahe Oldenburg auch in so einer Fleischfabrik so einen Ausbruch, wenn hier irgendwas schief läuft und es kommt auch dazu, so wie es in Gütersloh war, dass hier so ein partieller Lockdown verhängt wird oder was weiß ich, so wie die Ländergrenzen ja auch jetzt zwischendurch, also ne, man dürfte jetzt ja, es gab ja Einschränkungen für Gütersloher, die dann irgendwo in den Urlaub fahren wollten in Deutschland, die dann gar nicht mehr
rein durften oder ins Hotel durften, weil sie kommen ja aus dem infizierten Kreis. Und das kann mir natürlich mit der Wildnis auch passieren, jederzeit. Und ja, natürlich beschäftigt mich das. Nicht nur wegen meiner Wildnis, aber auch insgesamt. Und ja, ich wollte mich darüber nochmal ein bisschen aussprechen, auch damit ihr nicht denkt, dass es irgendwie mich jetzt überhaupt nicht mehr interessiert. So ist das nicht. Ich finde es nur wichtig, und ich denke, da stimmt mir jeder, der meine Videos schaut, zu, dass wir versuchen, das Thema so weit möglich aus der Wildnis rauszuhalten. Denn A, bietet sich die Wildnis dafür an. Wie gesagt, Einsiedler und so. B, sollen die Wildnisvideos natürlich ums Verrecken keine Jammervideos werden, sondern nette Sachen zeigen. Und ich möchte, also versteht mich bitte nicht falsch, ich möchte nicht irgendwie nur einfach nette Sachen zeigen, sondern ich möchte auch nette Sachen erleben. So. Wenn die Wildnis nicht gut läuft, dann werde ich euch das nicht verheimlichen. Also wenn ich nicht zum Schreiben komme oder, keine Ahnung, die Toilette kaputt ist oder es nur noch regnet, werde ich nicht zu euch sagen, hier ist alles wunderschön und happy. So bin ich nicht, das wisst ihr. Und die einen oder anderen haben sich darin auch schon oft gestört. Also es wurde viel schon kritisiert, dass ich zum Beispiel wochenlang offen gesagt habe, wenn es mir finanziell schlecht ging. Ich halte mich das nicht. Das ist so, also meine Vlogs, ich sitze hier ungeschminkt mit halbnassen Haaren. Ich werde dann nicht anfangen zu sagen, es ist alles super toll, wenn es das gerade nicht ist. Genauso sage ich auch, ja, wenn mich jetzt sowas hier beschäftigt. Ich wünsche mir aber natürlich, dass es nicht so ist. Also, dass es gar keinen Grund gibt, in der Wildnis zu sitzen und zu sagen, oh, Corona. So, und deswegen wollte ich das vorher nochmal kurz aufs Tableau werfen. Und wenn es nach mir geht, werde ich die komplette Wildnis über, abgesehen davon, dass ich mich natürlich weiter auf dem Laufenden halte, um rauszufinden, ob es mich irgendwie da betrifft, ne, ob in der Nähe was passiert ist oder ob ich überhaupt noch da die Ländergrenze überfahren darf nach Hause oder, ja, weiß ich nicht, oder wenn es mich wirklich unmittelbar betrifft im Sinne von, dass vielleicht irgendwas in der Familie los ist oder so. Davon abgesehen werde ich mich mit dem Thema da hoffentlich nicht weiter befassen müssen. Und dementsprechend wird es auch in den Videos kein Thema sein. Das ist mein Wunsch und ich hoffe, das gelingt uns. Und ich weiß, dass jeder zu dieser ganzen Sache unterschiedliche Meinungen hat und dass man sich darüber durchaus streiten kann. Von mir aus müssen wir in den Kommentaren unter diesem Video auch nicht darüber sprechen. Also ich möchte niemanden bekehren, ich möchte niemanden verurteilen. Es ist meine Meinung, die ich hier mal sage. Die ist ja nicht Gesetz, sondern nur meine Meinung. Und mag jeder sehen, wie er will. Wir müssen darüber wirklich nicht diskutieren. Also versaut uns nicht die Vorfreude auf die Wildnis. Ne? Lasst uns nicht weiter über Corona reden. Natürlich könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was so eure Gefühle zum Thema sind. Wir müssen es aber grundsätzlich jetzt in meinen Videos nicht zum Thema oder unter meinen Videos nicht zum Thema machen. Das kann ich verstehen, wenn das keiner möchte und habe ich auch kein persönliches Interesse dran. Soll heißen, ich wollte damit jetzt nicht zu einer großen Diskussion aufrufen oder so. Okay, das habe ich euch jetzt mitgeteilt. Das war mir nochmal wichtig und jetzt auch gut. Jetzt ist auch gut. Jetzt geht es darum, dass wir in die Wildnis fahren. Ist ja jetzt wirklich sind nur noch 2 Tage, dann geht das hier los und ich weiß nicht was und ob ich da noch irgendwas filmen müsste oder wollte oder sollte. Von daher, ja, wenn alles nach Plan läuft, solltet ihr kein riesiges Videoloch haben. Maximal vielleicht eine Woche zwischendurch, mal gucken. Aber eigentlich sollte das ganz geschmeidig übergehen von Vlogs über Häkeldecke in die Wildnis. Und ab da an ja auch den ganzen Sommer über Wildnisvideos, wenn alles nach Plan läuft. Toi, toi, toi. Es ist so, ich erwarte immer noch jeden Tag, dass hier irgendwas passiert, dass das nicht klappt. Ich weiß nicht, warum ich da diesmal so misstrauisch bin. Es liegt, glaube ich, an dem Jahr. Also dieses ganze Jahr ist ja bisher sehr, sehr seltsam. Und ich habe irgendwie nicht das Vertrauen, dass das hier geschmeidig klappt jetzt mit meiner An- und Abreise und so. Ich habe auch vorhin mal aus Spaß ausgerechnet, ob ich es überhaupt schaffen würde, die 50 Tage zu knacken. Ihr wisst ja, dass ich letztes Jahr 49 Tage in der Wildnis war, das Jahr davor 39. Und es wäre mir natürlich ein persönliches Anliegen, jetzt 50 Tage voll zu machen. Das ist allerdings jetzt schon ziemlich schwer. Ich fahre ja nun sehr spät raus und
Also das ist eigentlich nur möglich, wenn jeder Intervall volle 2 Wochen geht und ich zwischendurch wirklich immer nur 3 Tage zu Hause bin, was schon eigentlich gar nicht geht, weil Kundenprojekte und so. Aber es ist auch noch nicht völlig unmöglich. Also wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt und nervös. Okay, dann sehen wir uns aller Wahrscheinlichkeit nach das nächste Mal in der Wildnis. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Ich bin so fassungslos. Ich weiß gar nicht, was ich... Ich glaube, ich komme da an und denke... Ich glaube, ich heule erstmal. Ich bin momentan... Also, ich weiß nicht, die letzten Wochen waren echt ein Parcours für mich. Emotional gesehen. Und auch körperlich. Also, ich bin völlig zerstört. Ich hatte ja zwischendurch nur Magenprobleme. Wie gesagt, jetzt ist mein ganzer Muskelunterbau komplett im Arsch, Beine werden taub, was weiß ich, der Nacken ist hinüber, also Kopfschmerzen ohne Ende nur noch und ich komme da eigentlich als ein einziges körperliches Wrack mit 5 Kilo zu viel auf der Waage und wahrscheinlich beginnt Arthrose und weiß ich nicht an und ich glaube, ich stelle mich da auf die Wiese, ob es regnet oder schneit, ist mir scheißegal, ich stelle mich da hin und heule erst. Es ist vor Glück vermutlich, also ich, ja. Falls ich da ankomme. Ich habe immer noch, ich bin misstrauisch, ich bin echt. Ja, ich hoffe, das klappt alles. Das ist auch wegen der Bücher wichtig, weil wenn das dieses Jahr da nicht hinhaut, dann, ja, dann müssen wir uns langsam von der Büchersache verabschieden, nehme ich an. Gut, aber noch will ich nichts abschreiben. Erstmal, nach wie vor, wie bei der Häkeldecke auch, wird hier durchgezogen. Ne, nicht unterkriegen lassen, tschakka, weiter, weiter, weiter. Hätte nämlich alles viel schlimmer sein können. Zumindest in der Hinsicht habe ich bisher großes Glück gehabt. Und das weiß ich auch. Und jetzt würde ich gerne in der Wildnis nur noch Happy Vibrations haben und die dann auch ausgiebig mit euch teilen.